ich hoffe, euch geht's gut. Mein heutiges Video ist mal wieder ein Mädchenmontag, aber leider auch schon das letzte Video aus meinem Mädchenmontag Mai. Denn wie ihr wisst, kam im Mai jeden Montag ein Video online und es gab auch in jedem Video eine Verlosung. Und diesmal gibt es etwas ganz Besonderes, dazu dann aber gleich mehr. In diesem Video soll es um Hacks gehen, und zwar so Lifehacks, die man mal ausprobieren kann, wenn einem mal so ein bisschen langweiliger ist. Das heißt, es sind jetzt nicht Hacks, die man tagtäglich nutzt. Und da kommen wir eigentlich schon zu der Verlosung, denn wenn ihr auch Langeweile habt, könnt ihr natürlich auch etwas anderes machen, wie zum Beispiel mit einer Spielekonsole spielen. Und ja, ich verlose in diesem Video eine Spielekonsole, und zwar die Nintendo Switch. Die verlose ich auf Instagram. Also, falls du Instagram hast, dann schau auf jeden Fall mal auf meiner Seite vorbei. Und wie ihr an der Verlosung teilnehmen könnt und alles weitere, findet ihr dann eben auch auf Instagram. Und ich wünsche euch ganz viel Glück bei der Verlosung. Und jetzt geht es dann los mit den Lifehacks. Okay, also den ersten Hack möchte ich persönlich unbedingt mal ausprobieren, weil wenn der funktioniert, dann wäre das einfach eine geniale Lösung für mich, weil ich wirklich eine Lösung für das Problem brauche. Und zwar geht es da um so Kerzen bzw. um so Laternen, die etwas komplizierter sind anzuzünden. Ihr kennt das ja bestimmt, wenn man eine Kerze irgendwie in so einen Glasbehälter tut und dann kommt man da halt nicht mehr Feuerzeug dran, ohne sich irgendwie seine Finger abzufackeln. Und es gibt den Hack, dass man eine Spaghetti als Streichholz nehmen soll. Denn wie ihr wisst, ist eine Spaghetti ja ziemlich lang. Und mit der Methode soll man eben super gut solche Kerzen anzünden können, wo man normalerweise nicht so leicht drankommt. Und ja, das probieren wir jetzt aus. Hier haben wir dann eine Spaghetti. Und die werde ich jetzt anzünden. Oh mein Gott, Leute, ich habe so ein bisschen Angst. Falls irgendwie ein Stück brennende Spaghetti runterfällt oder abbricht, dann möchte ich natürlich nicht, dass sie auf meinem Bett landet, weil mein Zimmer soll nicht abbrennen. Deswegen habe ich hier meinen Freund, der einen Teller hält. Und wir haben hier auch noch Wasser, so dass wir spontan ein bisschen was löschen könnten. Nein, auf damit. Aber naja, wir probieren mal. Warum guckst du so kritisch? Weil du so ein Angsthase bist. Okay, also ich zünde dann jetzt die Spaghetti an. Warum brennt die nicht? Ah, sie brennt. Okay. Die ist ausgegangen. Okay, nächster Versuch, nächste Spaghetti. Ich hasse das. Komplizierter, deine Spaghetti anzuzünden. So Brandstifter könnte ich schon mal nicht werden. Okay. Nein. Sie ist schon wieder ausgegangen. So, nächster Versuch. Oh wow, das tut voll weh. Ich gucke hier mir schon meine Finger ab. Warum funktioniert das nicht? Okay, wir machen das jetzt anders. Nachdem ich einfach hier, hier, da und da schon versucht habe, diese Spaghetti zum Brennen zu bringen und es nicht funktioniert hat, macht mein Freund das jetzt einfach. Guck, bei dir wackelt die genauso. Boah, guck doch mal, die brennt nicht. Okay, sie brennt. Was mir jetzt natürlich wichtig ist, ist zu sehen, ob sie auch gut und gleichmäßig abbrennt. Sie ist auch sofort wieder aus. Okay, Planänderung. Wir haben uns jetzt einfach mal eine Kerze angemacht, damit wir nicht immer wieder das Streichholz anmachen müssen, um die Spaghetti zum Brennen zu bringen. Halt die nicht so nah an mich. Okay, es funktioniert. Also wie ihr seht, funktioniert es schon, dass man eine Spaghetti anzünden kann. Allerdings, wie ihr auch seht, brennt sie nicht ganz so lange und nicht ganz so gut. Aber man könnte diesen Hack rein theoretisch schon verwenden. Was ich ein bisschen bezweifle, ist, ob das Ganze wirklich so sicher ist, weil eine Spaghetti ist nicht dafür gemacht, dass man sie anzündet. Vielleicht sollte man sich einfach so ein längeres Feuerzeug holen, dann könnte man auch dieses Problem umgehen, wie man eben eine Kerze anzündet, die irgendwo tief in einem Glas drin steht. Aber wenn ihr noch jünger seid, dann macht das bitte nur unter Aufsicht, weil ich bin nicht so krass überzeugt davon. Dann geht es jetzt weiter mit dem nächsten Hack. Bei den ganzen Hacks habe ich übrigens darauf geachtet, dass ich Dinge nehme, die man jetzt noch nicht so häufig gesehen hat. Zumindest sind es Hacks, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und ich schaue mir wirklich ganz viele Hack-Videos an, weil ich bin so ein kleines Hack-Opfer. Oder wie auch immer man das nennen möchte. Für den nächsten brauchen wir etwas Klebeband. Oh mein Gott. Und zwar soll das eine Technik sein, wie man seine Ohrringe gut verstauen kann, wenn man auf Reisen geht. Und zwar soll man sich eben einfach das Klebeband schnappen und dann seine Ohrringe, ich habe mir jetzt diese hier genommen, und die dann da einfach draufkleben. Ich komme mir gerade voll merkwürdig vor, meine Ohrringe da drauf zu kleben. Okay, und dann einmal umklappen.
Und dann müssen wir das Ganze nur noch abschneiden. Oh mein Gott, es funktioniert. Ich habe jetzt quasi meine Ohrringe eingepackt, also in diesem Klebeding drin, sodass ich die beiden auch nicht verliere, weil so ein Ding verliert man eigentlich nicht und beide sind auch beieinander. Das heißt, wenn ich das Ding wiederfinde, habe ich auch sofort zwei. Und ganz häufig ist es bei mir so, wenn ich meine Ohrringe einfach in meine Kosmetiktasche reinschmeiße, dass dann mindestens einer verloren geht. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass man dann natürlich wieder eine Schere braucht, beziehungsweise es einfach umständlicher ist, wieder an seine Ohrringe ranzukommen. Aber an sich ist das auf jeden Fall eine coole Idee und Lösung, wie man seine Ohrringe verstauen kann, wenn man eben gerade auf Reisen ist und sicher sein möchte, dass man beide Ohrringe wiederfindet. Bei dem nächsten Hack geht es um solche Kaffeefilter. Und zwar kann man die auch als Blotting Paper verwenden. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, ob das so gut funktioniert. Blotting Paper ist einfach quasi wie so eine Art dünnes Papier oder eben so kleine Papierchen. Und die kann man eben unterwegs mitnehmen und dann zwischendurch einfach mal damit über sein Gesicht gehen. Diese Blotting Paper nehmen einem dann so ein bisschen Glanz aus dem Gesicht und überschüssiges Fett und all solche Sachen. Und Kaffeefilter sollen ungefähr dasselbe machen, deswegen bin ich mal sehr gespannt. So, ich habe jetzt hier eine Kaffeefilterhälfte. Okay, dann gehe ich mal damit jetzt über meine Haut. Ich habe mich heute auch extra nicht... Oh, krass. Ich habe mich heute auch extra nicht zu stark abgepudert. Aber in der Kamera sieht mein Make-up eigentlich immer noch, glaube ich, ganz gut aus. Dieser Kaffeefilter, den ich jetzt gerade als Blotting... Ich kann das Wort nicht mehr aussprechen. Blotting Paper verwendet habe. Der sieht jetzt so aus. Also da ist ein bisschen Make-up drauf. Allerdings habe ich nicht das Gefühl, dass er jetzt mein Make-up irgendwie verschmiert hat oder irgendwie sonst was, sondern einfach überschüssiges Produkt abgenommen hat. Ich muss sagen, dass mein Gesicht auf jeden Fall ein kleines bisschen abmattiert ist. Allerdings neige ich sowieso nie so stark zum Glänzen. Deswegen wird man bei mir niemals einen krassen Unterschied sehen. Ich finde diese Idee von diesem Kaffeefilter als Blotting Paper wirklich nicht schlecht. Falls ihr diesen Blotting Paper Ersatz unterwegs mitnehmen möchtet, würde ich euch allerdings empfehlen, den zuzuschneiden, weil es doch etwas komisch wäre, da einfach so einen Kaffeefilter mitzuschleppen. Also ich würde den einfach in kleine rechteckige Stücke schneiden und dann in irgendein kleines Bälderchen geben und so dann immer für unterwegs mitnehmen. Blotting Paper sind ja eigentlich recht teuer, je nachdem von welcher Marke man sich die kauft in der Drogerie und deswegen finde ich diese Alternative eigentlich gar nicht mal so schlecht, wobei ich richtige Blotting Paper schon noch ein Stück besser finde. Für den nächsten Hack brauchen wir ein Glätteisen und dafür brauche ich zuallererst meine Steckdose. Und ich habe wirklich keine Ahnung, ob ich hier noch eine freie Steckdose habe, aber mal schauen, ich finde bestimmt was. Bei diesem Hack geht es darum, wie man sich solche Crepe-Locken bzw. Wellen machen kann. Also diese relativ coolen, engen Locken, die man normalerweise immer nur mit so einem Crepe-Wellengerät hinbekommt. Diese Wellen wollen wir dann heute mal mit einem ganz bestimmten Hack ausprobieren. Und dafür brauchen wir eine sehr spezielle Sache, die allerdings jeder zu Hause hat. Das schwöre ich euch. Und zwar ist es eine Gabel. Ich probiere das jetzt mal mit meinen Spitzen aus, weil ich traue mich jetzt noch nicht so mit der Gabel irgendwo hier oben bei meinen Augen rumzufuchteln. Wichtig ist es hier, dass ihr euch eine Gabel mit 4 Zinken schnappt und eure Haarsträhne dann immer über 2 Zinken drüber legt. Oh mein Gott, das ist irgendwie doch komplizierter als gedacht, weil die Haare sich öfters mal so ein bisschen stur stellen und dann die Haare quasi in diese Gabel einzuflechten. Offensichtlich klappt das Ganze nur, wenn ihr euch relativ feine Haarsträhnen dafür nehmt. Das Ende der Haarsträhne könnt ihr dann entweder mit den Fingern festhalten, so wie ich das jetzt gemacht habe, oder ihr könnt das einfach mit einem Bobbypin fixieren. Und jetzt schnappe ich mir mein Glätteisen und das halte ich mir jetzt hier an meine Gabel. Ich habe noch nie ein Glätteisen an eine Gabel gehalten, oh mein Gott. Normalerweise macht man sich solche Locken natürlich vom Ansatz an. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil wir testen das Ganze ja erstmal. Ich hoffe, das war jetzt lang genug. Und dann probieren wir es jetzt mal aus. Oh, okay. Tatsächlich. Also, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, aber genau sowas sollte halt auch dabei rauskommen. Eben diese Crepe-Wellen, also diese relativ starken Wellen, die man eben nicht mit einem normalen Lockenstab hinbekommt. Und das hat funktioniert. Voll krass. Das sieht auch echt gleichmäßig aus und eigentlich auch recht schön. Wenn man das mit all seinen Haaren machen möchte, dann braucht man natürlich wirklich viel Zeit dafür. Also, wenn ihr mal Langeweile habt, dann könnt ihr euch mit einer Gabel einfach eure ganzen Haare wellen. Ich finde das total krass. Ich habe jetzt natürlich diese eine Strähne wieder geglättet, weil es sonst etwas komisch aussieht, wenn alle meine Haare glatt sind und nur eine Strähne gewellt. Aber der Hack hat auf jeden Fall funktioniert. Okay, also der nächste Hack ist sehr, sehr interessant und das kann auch jeder nachmachen und ich glaube, das Ergebnis von diesem Hack möchte auch jeder wissen. Und zwar geht es um eine Methode, mit der man herausfinden kann, ob die eigenen Haare
Jahre gesund sind oder nicht. Und dafür braucht man nur ein Wasserglas. Und ich erkläre euch mal kurz, was dabei so rauskommen soll. Und zwar soll man sich eine Strähne schnappen. Und die soll man dann eben quasi auf ein Glas Wasser legen. Und wenn die Haarsträhne oben an der Oberfläche rumschwimmt, dann ist das Haar gesund. Wenn die Haarsträhne allerdings absinkt, dann ist das Haar nicht gesund. Denn dann ist die Schuppenschicht vom Haar geschädigt und deswegen saugt sich das Haar dann mit Wasser voll und geht unter. Ja, das probieren wir jetzt aus. Was ich noch kurz dazu sagen muss, wie man offensichtlich sieht, sind meine Haare recht stark blondiert. Das heißt, ich glaube, meine Haare, also die Haarspitzen, sind nicht gesund. Das probieren wir dann jetzt aus. Okay, noch bleiben sie einfach so hier oben schwimmen. Sieht man das überhaupt? Nein, sie sinken ab. Oh nein. Okay, sie sind abgesunken. Mann. Also am Anfang sind meine Haare halt noch oben an der Oberfläche geschwommen. Das hieße dann ja, sie wären gesund, aber dann sind sie abgesunken. Das heißt, sie sind nicht gesund. Ich probiere das Ganze jetzt einfach nochmal mit einer Strähne. Aber wie gesagt, ich habe mir eigentlich schon gedacht, dass meine Haare nicht so die gesündesten sind, weil die sind halt schon gut blondiert. Und eben auch sehr lang. So, ich habe sie jetzt aufs Wasser gelegt. Ja, sie sinken immer so leicht ab. Das heißt, meine Haare sind nicht mehr so zu 100% gesund an den Spitzen, was ich mir auch schon gedacht habe. Denn ich wollte unbedingt mal wieder zum Friseur und meine Spitzen schneiden. Denn meine Haare sind einfach unglaublich lang geworden und meine Spitzen sind dementsprechend auch gut strapaziert. Probiert diesen Trick auch mal bei euch zu Hause aus. Es würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob eure Haare gesund oder nicht gesund sind. Und jeder hat ja ein Glas Wasser zu Hause. Deswegen kann man das einfach mal selber ausprobieren. Also ich fand diese Hacks wirklich interessant. Am allercoolsten fand ich den mit den Wellen und der Gabel. Also den werde ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren, wenn ich ganz viel Zeit habe. Und dann versuche ich mal meine ganzen Haare mit dieser Methode zu wählen, weil das fand ich schon wirklich cool. Schreibt mir auch gerne mal weitere Hacks in die Kommentare, die ich mal testen soll. Und vergesst natürlich nicht, auf meiner Instagram-Seite vorbeizuschauen. Auf Instagram findet ihr mich unter dem Namen xlater. Und wie ihr wisst, findet da eben ein Gewinnspiel statt und deswegen könnt ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Hier verlinke ich euch einmal mein Video mit 10 BH-Hacks und hier verlinke ich euch ein Video mit 30 Situationen, die jedes Mädchen kennt. Hier sind meine Social-Media-Seiten, hier könnt ihr mich abonnieren und ich wünsche euch dann noch einen sehr, sehr schönen Tag. Bis dann. Tschüss.